jetzt voll gestreamt. Wird die gestreamt, aber du kannst es auch noch zu Hause machen. Oder? Nein, ich habe nichts dagegen, dass du hier was isst. Du musst es einfach wissen, sozusagen als ewiges Dokument in die Geschichte der Menschheit eingeht. Das ist ein Problem. Sozusagen die Piratenzeit. So ist es. Ist der mit dem Napf da? Nein? Ja, mit dem Napf. Der mit dem Napf. Wollte ich sagen, dann haben wir uns erwartet. Da? Eins, zwei. Bin ich drauf? Nee, du bist nicht drauf. Also selbst wenn du dich nach vorne lehnst, bist du nicht drauf. Jetzt wärst du drauf, jetzt. Jetzt darf er auch drauf sein, weil letzten Endes hat er nicht gesagt, dass er nicht gefilmt werden will. Ne? Ja, er weiß doch, dass er nicht gefilmt werden will. Jetzt stell ich mir doof. Das ist keine neue Nachricht. So. Wollt ihr noch gucken, wo ich mich hinsetze? Eigentlich immer, wenn es klappt. Achso, du möchtest auch nicht aufs Video. Nee, ich hätte ihn lieber vorne gesetzt. Ich hätte nicht aufs Video. Darf ich mal fragen, ist das unsere Kamera? Nein, das ist Dirks. Das ist Dirks Wald. Wird das online gestellt? Ja. Natürlich wird es online gestellt. Wird es auf unserer Seite durch unsere Mitglieder online gestellt? Also auf unserer Seite kann man höchstens YouTube-Videos einbinden. Wir haben nichts zum selber online stellen. Und ich würde sagen, wir öffnen erstmal das Plenum und stellen dann die Fragen. Ja, wir können, ich finde, das wird auch gut. Von mir aus können wir auch anfangen, wenn jemand noch erwartet. Wir können anfangen, aber welches Gummiband. Zentrales Wahlkampfthema und die Sache könnte man in 15 bis 30 Minuten abhandeln. Ich stimme gut. Reihenfolge, okay. Weil die anderen Sachen wirklich für überhaupt nicht okay. Also, wir machen jetzt mal gerade weiter in der Redeliste. Hier hattest du schon gesagt, was du sagen wolltest, sonst bist du jetzt dran. Bin nochmal dran. Dann, wir haben ja Transparenz. Oh, haben wir jetzt einen Punkt, jetzt nochmal. Transparenz in der Politik. Und Wahlkampf.
Plakaten haben wir transparenter Startschutz, Kurz, wir sind bei der Aussprache über die Tagesordnung. So, möchtest du was zu der Frage sagen, wann und wo wir das behandeln sollten? Ich beantrage, das auf Platz 1 zu lassen. Jedenfalls auf keinen Fall ans Ende, aber das ist auf Platz 2 zu verschieben. Eben direkt hinter am Thema. Kurze Frage an Jonas. Wohin hättest du es gerne verschoben gehabt? Wir werden das wohl abstimmen. Ist das jetzt hier Punkt 6 oder was ist das jetzt? Ich würde es hinter Punkt 6 machen, weil alles davor ist Orga-Zeug. Okay. Ich sage, was zur Redeliste ist, wir Regula und dann Jörg Peter dran, aber Jörg Peter hat einen Geschäftsordnungsantrag. Eigentlich würde ich gerade eine Debatte über die Tagesordnung. Aber ich weiß nicht, ob das ein hoher Antrag ist. Ich stelle auf Abstimmung und zwar, dass das Ding vor Sonstiges kommt. Also hinter Punkt 7. Ist konkurrierend zum Antrag von Jonas, das hinter Punkt 6 zu verschieben, oder? Ja, die anderen Sachen sind einfach wichtiger. Ja, okay. Und ich möchte heute eigentlich nicht ganz bis zum Ende bleiben müssen. Ja. Okay, Regula? Ich schließe mich Jonas seinem Antrag an. Ich bin einverstanden, wenn das da kommt. Und dass wir ansonsten sehr komprimiert arbeiten, damit es auch nicht kommt. Okay, also verstehe ich das jetzt so, wir haben. Also ich muss davon ausgehen, dass das für die alte Strategie ist, Sachen nach hinten zu schieben, damit sie nachher nicht mehr drankommen. Das war in der Vergangenheit immer mal wieder so. Kann man auch in Protokollen und Tagesordnungspunkten okay, um die Chance zu erhöhen, dass Dinge drankommen, würde ich es jetzt kurz fassen. Wenn das Schluss der Redeliste sein soll, wir sind... Schließung der Redeliste. Ich bin ja noch dran. Und Transparenz ist ja ein zentrales Wahlkampfthema. Dass wir das in Wichtigkeit einstufen, dass das am Wort auch noch... Sogar hinter Sonstiges schieben, ist ein schlechtes Zeichen für die Wähler. Wir verbrauchen hier unnötig Zeit. Ja, also ich stelle jetzt fest, wir haben zwei Anträge, so wie den Wortbeitrag von dir, das Programm, das so die Reihenfolge zu lassen, wie sie ist, den Vorschlag von Jonas, den Punkt 1 hinter den jetzigen Punkt 6 zu verschieben und den Vorschlag von Jörg Peter hinter den jetzigen Punkt 7 zu verschieben. Ich beantrage das auf mein Ding kompromissweise auf Platz 4 zu verschieben. Okay, also haben wir drei Vorschläge, dann stimmen wir die jetzt konkurrieren ab. Wir fangen. Oder Moment. Nennen Sie noch. Wir fangen mit dem weitestgehenden an, machen das nacheinander. Dann fangen wir an mit dem Antrag von Jörg Peter, dann haben sich die anderen erledigt, das Ganze hinter den jetzigen Punkt 7 zu verschieben. Wer ist dafür? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wer ist dagegen? Einer dagegen. Okay, damit haben sich die anderen beiden Anträge erübrigt. Es sei denn, irgendjemand möchte das aufrechterhalten. Es stattdessen woanders hinzuschieben. Nein, Herr Peter? Das war doch mein Antrag. Ja. Jetzt möchtest du nochmal abstimmen, ob wir stattdessen hinter Punkt 4 verschieben. Doch, stimmen wir mal auf. Okay, wer ist für den Antrag von Dirk, das stattdessen nach Punkt 4 zu behandeln? Nee, er ist dagegen. Das abgelehnt. Gibt es weitere Anträge zur Tagesordnung? Nicht der Fall ist, dann. Kurzbericht vom Vorstand. Genau, das ist. Gehen wir in die Tagesordnung und der erste Punkt heißt Kurzbericht des Vorstands. Wer möchte aus dem Vorstand berichten? Sorry, müssten wir jetzt nicht irgendwann entscheiden gegen den Phil? Ist hier auf der Tagesordnung? Schreiben wir das? Also per Default haben wir es eigentlich immer zugelassen. Ich weiß nicht, welche. Default ist zugelassen. Es gab mal einen Beschluss, also ich habe nichts dagegen, wenn es aufgenommen wird, wenn dieses Material kostenlos dem KAF, also dem Kreisvorstand, zur Verfügung gestellt wird, damit er das auf seinem Account veröffentlicht hat. Dann habe ich nichts gegen eine Aufzeichnung eines bestimmten Raumes, wird es nicht kostenlos und nicht umgehend dem KV zur Verfügung gestellt, bin ich gegen eine Aufzeichnung durch Dirk Stolper. Fragen wir doch einfach mal den Dirk, ob das okay geht. Erstmal, Thomas Schaffenheit und Jörg Peter sind nicht im Bild. Also dann haben wir auch einen Bereich. Ich werde ja sprachlich aufgezeichnet. Und letzten Endes bin ich noch mal mitreden, Jörg Peter. Du rufst dich auch mal ganz gerne, wenn du nicht sagen willst, jemand anders dran ist mitreden. Also kann Jörg Peter das begründen. Weil in der Stadtverordnetenversammlung meldet er sich auch nicht, wenn es um die Frage geht, wer ist gegen Aufzeichnung. Und das zeige ich in der Regel auf. Wie kann er diesen Widerspruch erklären? Das ist kein Widerspruch. Wir müssen in der Stadtverordnetenversammlung bitte keine nicht
keine Zwiegespräche. Okay. Gut, ich war dann wirklich zu Ende, dass ich eine Frage, wie kannst du das erklären, den Widerspruch? Einerseits hast du nichts gegen Aufzeichnung, wie hast du was gegen Aufzeichnung? Du möchtest die Frage an dich bezüglich Verfügungsverfügung stellen, nicht beantworten? Ich möchte mich doch fragen, warum? Er. Okay, und du möchtest auch nicht weiter darauf antworten, sogar, verstehe ich. Ist ganz einfach, es geht um die Zurverfügung, der Unterschied ist es, zur Verfügung stellen des Materials. Ganz einfach, das ist der entscheidende Unterschied. So, und ich glaube, dass darauf haben wir ein Anrecht. Also dann haben wir uns jetzt ausgesprochen, also ja bitte hier. Ich möchte noch reden, und dann schließe ich unter Rednerliste. Aber ich kann auch die Möglichkeit haben zu antworten. Herr Peter macht sehr viele Fotos von Piratenveranstaltungen, hat das sämtliche Material der Piratenpartei Kassel seit der Kommunalwahl kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich möchte euch bitten, euch kurz zu fassen und jetzt nicht so sehr abzuschreiben. Nein, er sagt ja, wenn das Material stellt, muss der Partei kostenlos zur Verfügung stellen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Er sagt, du nimmst auf eine Person. Ja. Ich habe einen Urantrag und zwar. Änderung der Tagesordnung, Punkt 1 wird Abstimmung darüber, ob gefilmt wird oder nicht. Ja, gut, gibt es Gegenrede? Möchte jemand das nicht in die Tagesordnung aufnehmen? Wenn da niemand dagegen ist, braucht man es nicht abzuhören. Okay, Dirk. Es gibt doch einen standardmäßigen Beschluss, dass gefilmt werden darf. Das war, okay, das war eine Gegenrede. Und gibt es Bedingungen für die Firma? Ja. Es gibt auch einen Standardbeschluss, das gibt nicht für. Wir haben hier in der Aussprache einen GO-Antrag, es gab einen GO-Antrag und eine Gegenrede. Jetzt stimmen wir davon ab, wer ist dafür, dass wir als erstes über die Frage reden, ob hier aufgezeichnet werden soll? Frage, ist jemand dagegen? Dann sprechen wir jetzt über die Frage, wer grundsätzlich, okay, wer, ob wir hier aufzeichnen. Ja, Jonas, möchtest du als Antragsteller dazu was sagen? So, ja, ich habe kein Problem damit, dass wir aufgezeichnet werden, wenn das eben so, wie das auch sonst immer der Fall ist, wenn hier aufgezeichnet wird, und wenn das zum Beispiel der Boris macht, dann auch bei YouTube von unserem Account her veröffentlicht wird. Ja, ungeschnitten? Ungeschnitten. Ja. Warum zeichnet die Piratenpartei in Form von Boris Wittgen nicht auf? Weil Boris sollte nicht starten. Sollte. Okay, so gibt es irgendwie zu diesem Tagesordnungspunkt Anträge, Wortmeldungen, wie auch immer. Hier muss ich reinschauen. Also ich verstehe das jetzt gerade so, dass du nicht darauf antworten möchtest, ob und wenn ja, wie du es zur Verfügung stellst. Ich kann das nicht, weil das wird im Verein für Transformation und Politik aufgezeigt. Ich bin nicht befugt, dafür irgendwas zu sagen. Das ist ein Problem. Also, Entschuldigung, dann ist er auch nicht dazu befugt, hier aufzunehmen. Doch, den Schluss haben wir. Also eine Frage zur Klarstellung stellen. Dirk, also das heißt, es ist nicht befugt. Es ist nicht Mitarbeiter. Aber er ist nicht befugt. Also Dirk, du bist nicht befugt, dass wir mit dieser Kamera hinterher an den Computer gehen und die Aufzeichnung darauf kopieren. Das verstehe ich richtig. Weil das drin im Verein ist. Okay, dann. Wenn natürlich jetzt die Privatpartei Kassel hier eine Zensur machen möchte und dann weniger transparent arbeiten. Ist okay. Möchte jetzt unter diesem Tagesordnungspunkt jemand was beantragen? Du hast, glaube ich, Peter, du hattest schon. Der Jonas hat ja explizit das gesagt, was ich gesagt habe vorhin. Okay. Thomas. Also, wenn wir der KV das zur Verfügung stellt, jeder sagt sofort, wenn wir davon nichts bekommen, dann nein. Okay. Thomas? Aufgrund dessen, dass seit diversen Jahren, ich glaube 3 oder 4 Jahren, Doc Stolte versucht hier zu filmen und sich große Teile der Piraten immer dagegen sträuben, dass Dirk Stolte hier filmt. Warum schickt Dirk Stolte nicht einen anderen Vertreter seines Vereins hierher, um zu filmen? Ja, hier möchte ich doch. Also scheinbar geht es hier sehr persönlich in China rein. Ja, warum? Weil du schon das häufiger in der Realität geglänzt hast. Also, das ist so ein so. Möchte ich hiermit einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen, dass wir über die Frage filmen, ja oder nein, abstimmen und dazu die Regelliste schließen. Ich möchte gar nicht darüber abstimmen, ob filmen oder nicht, sondern ich würde das Filmen grundsätzlich erlauben, aber unter der Prämisse. Dass er es nicht zur Verfügung stellt im Anschluss, dass er das nicht zusagt, das hat er schon gesagt. Dann kann er nicht aufnehmen.
Stellt er es uns zur Verfügung, dann darf er aufnehmen. Ich glaube, ich kann zu viel. Ich kann überlegen. Nee, hier ein ganz klares Ja und der Chip wird dann nachher auf den Rechner geladen. Das ist eine Sache von Sekunden. Okay, dazu haben wir keine klare Aussage, dann gehe ich mal davon aus, dass das nicht der Fall ist. Ja, hier. So, warum werden punktuell einzelnen Leuten Filmaufnahmen verboten? Welche sachlichen Gründe gibt es dafür? Das tun wir gar nicht. Oder warum werden wir wollen uns denn aufgezeichnet werden? Aber wir möchten das veröffentlichen können. Ansonsten bringt uns das nichts. Ihr könnt das verlinken. Also wir sind von, wir sind dabei nicht. Geschäftsordnungsantrag am Schluss der Redeliste. Ist jemand gegen. Du hast eine Gegenrede gehalten. Entschuldigung, während eines Geschäftsordnungsantrags kann man nicht beliebige Aussprachen machen. Du stehst auf der Redeliste, Dirk. Du bist auf jeden Fall noch mal dran. Ist jemand gegen den Schluss der Redeliste? Okay, wer ist dafür? Möchte noch jemand auf die Redeliste? Peter, okay. Dann Dirk, danach Jörg Peter. Und dann möchte ich nachher bitte auch mal drauf. Es ist ein klarer Schluss, dass aufgenommen werden darf. Die Sachen werden in dem Fall auch bei YouTube hochgeladen und können verlinkt werden. Und wenn jetzt ein Beschluss gibt, das Bildmaterial grundsätzlich der Ratsvergleich zur Verfügung gestellt wird, dann muss es Person- und institutionsunabhängig geschehen. Das heißt, Jörg Federfeier und die HNA, HR müssen grundsätzlich das Bildmaterial kostenlos der Piratenpresse zur Verfügung stellen. Weil das ist sonst sehr einseitig hier. Nee. Na? Du bist doch nicht dran, bist du und, hier? Und in dem Fall beantrage ich, dass der Vorstand das Schiedsgericht annimmt. Ich schließe das Schiedsgericht ganz kurz. Das ist kein Antrag zur Geschäftsordnung. Ja, okay, das machen wir dann für den Landtag, aber ich kündige das dann an, um das zu prüfen. Zur Not ruft das Schiedsgericht auch alleine. Okay. Weil es ist eine einseitige Sache. Ja, wir haben ja schon wieder. Bist du fertig, Dirk? Wir haben hier noch nicht ganz. Also, ich belege wirklich, die Rede ist nicht schon beschlossen. Das ist die einseitige Beschlossung, Sachen möglicherweise beschlossen wird. Das muss die Beratung verteilen, aber dann sollte der Beschluss doch auch grundsätzlich gelten, dass bestimmte Personen ausgenommen werden. Also, ohne Angaben von Gründen. Der nächste das Letzte auf der Rednerliste ist Jörg Peter. Es ist weder einseitig, noch werden bestimmte Personen rausgenommen. Wir haben mit dir schon einschlägige, mehrfache, jahrelange Erfahrung. Du hast mehrfach zugesagt, uns Bildmaterial zur Verfügung zu stellen. Du bist deinem Versprechen nicht nachgekommen, trotz mehrfacher Auffertigung. Also, du kannst deine Situation überhaupt nicht mit einer Situation HNA, die live, die streamen in dem Sinne auch nicht, sondern die machen mal eine Sekunde lang ein Bild. Ist also eine ganz andere Situation und nicht miteinander vergleichbar. Punkt. So, dann stimmen wir jetzt über den Antrag von Jörg Peter. Ich möchte zu dem keine Rede mehr. Zu dem Antrag von Jörg Peter, hier jetzt unter den genannten Bedingungen keine Aufzeichnung zuzulassen. So habe ich dich doch verstanden. Okay. Ja, er muss nur sagen, er stellt es uns zur Verfügung gleich im Anschluss an die Sitzung. Dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Das haben wir Ihnen gefragt und diese Antwort haben wir nicht bekommen. Ja, gut, dann wird sich die ganze Not möglicherweise zur Verfügung stellen. Und nee, möglicherweise ist es rum, wenn man das Ganze oder nicht? Entweder oder nein. Achso, wenn es nur zur Verfügung stellen, gell? Dann können wir mal. Ja, laden. Direkt hinterher. Nein, klar. Du kannst es doch sofort überladen. Und dann kommt das ins Netz, so wie die anderen Streams, die wir haben auch. Und dann freuen wir uns. Und gekürzt und so wie es ist. Ich darf es nicht mehr sagen. Nein. Ja? Und wenn ich gesagt habe, ich habe früher Material vor zur Verfügung gestellt. Zwar immer bei YouTube online. Da hat Jörg Peter ganz klar gesagt. Nein, wir verlinken nicht auf deinen komischen Verein. Hallo! Ja, also, möchten wir jetzt noch was abstimmen? Wenn ja. Jonas hat das auf den Antrag. Also, dann formuliere ich jetzt, ihr habt alle gehört, was hier wer gesagt hat, ist einfach die Frage, soll eine Videoaufzeichnung durch Dirk, so wie er jetzt gerade gesprochen hat, zulässig sein oder nicht? Zugelassen werden.
Wer ist dafür, das zuzulassen? Ich glaube, das ist... Nicht, das ist nicht, das geht so nicht. Ja. Liebe, der Antrag war, ein Streaming zuzulassen unter der Bedingung, dass... Es wird nicht gestreamt, es wird aus Reserve ausgezeichnet. Dass das uns sofort zur Verfügung gestellt wird. Das ist der Antrag. Nicht der Antrag, grundsätzlich ja oder nein. Regular. Also wir haben jetzt eine ganze Menge gesprochen. Wir haben alle möglichen Aussagen gekriegt, die so präzise oder ungenau sind, wie wir sie bekommen werden. Wir müssen jetzt entscheiden, ob wir das Ding jetzt ausmachen oder ob uns das reicht, was wir eben gesagt hatten. Okay. Wenn wir jetzt etwas das nicht. Ja, okay. Also wenn wir was mit irgendwelchen Bedingungen beschließen, dann sind wir die nächste halbe Stunde damit beschäftigt, zu überprüfen, ob diese Bedingung erfüllt ist oder nicht. Okay. Positiv Zulassung, ja. Also hat jemand einen anderen Vorschlag, wie wir das formulieren können? Die Formulierung von Regula war doch gut. Ja. Dann okay, das schlage ich nochmal vor. Der Antrag muss so laufen. Darf Dirk Stolte unter der Bedingung, dass er das, die Inhalte zur Verfügung stellt, filmen. Sofort nach, oder sofort nach der Veranstaltung zur Verfügung steht, filmen oder nicht. Und was machen wir, wenn wir nach Veranstaltung drauf kommen? Also, dann muss halt in Zukunft nicht mehr filmen lassen. Genau. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Das ist in Zukunft wir sind uns einig, dass hier gefilmt werden darf. Ja. Nur nicht unter der Bedingung, dass es hinterher in seiner Hand bleibt und für uns nicht zur Verfügung steht. Okay, gut. Dann finde ich so. Habe ich es verstanden oder ist das falsch? Ist falsch. Dann korrigiere ich. Die Einschränkung hat es nie gegeben. Jeder kann mit nach Hause nehmen, was er will. Das ist öffentlich. Okay. Das ist Status. Einschränkungen sind neu und von heute und unsinnig. Okay, nie, so stimmt es nicht. Es hat schon sich Beschlüsse gegeben, die explizit Dirk Stolte ausgenommen haben. Wegen seines Verhaltens ringsum um das Film. Sehr korrekt gesagt. Ich muss sagen, mir ist das vollkommen sturzpiek, egal ob dieses Ding da läuft, aber ich habe keine Lust, noch etliche Minuten mit der Frage zu beschäftigen, ob das jetzt läuft. Lass uns über die Formulierung abstimmen. Ja. Weiß jeder, worüber wir abstimmen? Nein. Ja. Helmut, hast du das protokolliert? Nein. Ich habe es gerade wieder gelöscht, was vorher schon. Dann bitte ich Regula nochmal zum Mitschreiben zu formulieren, worüber wir abstimmen sollen. Darf Dirk Stolte aufzeichnen? Darf Dirk Stolte heute hier aufzeichnen? Unter der Maßgabe, dass er das Filmmaterial dem KV zur Verfügung stellt. Das können wir nicht beeinflussen. Das ist doch, doch. Wir können ja wenn er hier schließen. Okay, lassen wir uns. Dann jetzt. Also, seid ihr euch einig oder wollen wir zwei Abstimmungen machen? Okay, wir stimmen erstmal darüber ab. Und mit, also die beiden widersprechen sich gerade so. Darf hier aufgenommen werden oder nicht? Ja. Darf hier aufgenommen werden oder nicht? Okay. Und das heißt, hier heute heißt das. Ja. Nee, überhaupt. Ja, dafür. Darf hier überhaupt aufgenommen werden? Ja. Dafür gibt es ja noch einen Beschluss. Dafür gibt es einen Beschluss, also müssen wir den nicht wählen. Ja, deswegen frage ich mich, was ihr hier verstanden. Dass wir das Material kriegen, weil umsonst eine Aufzeichnung überhaupt nichts bringt. Genau, dass wir in der Lage sind, eine Gegendarstellung zu dem, was Biara eventuell zusammenschneidet, darstellen zu können. Ja. So, das heißt, wir beschließen, dass hier nur aufgezeichnet werden kann unter der Voraussetzung, dass man uns verbindlich zusichert, dass wir unmittelbar im Anschluss das Material dann kopieren können. Danke. Okay, genau so. Genau. Hat das jetzt jeder verstanden, worüber wir abstimmen? Okay, dann frage ich, wer ist dafür, dass wir so verfahren? Ist jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Dann werden wir das Dirk, sobald er sich dafür mitteilen, dass er gerne hier aufzeichnen kann, wenn er zusagt, dass er, bevor er geht, und die Gelegenheit gibt, von der Kamera die Aufzeichnung zu kopieren. Gut. So. Dann kommen wir zum ersten Punkt in der eigentlich ursprünglichen Tagesordnung. Der heißt hier auf dem Papier Punkt 2 Kandidaten. Nee, Kurzbericht des Vorstands. Entschuldigung, was recht. Ich muss kurz nur sagen, es ist meine Pflicht sozusagen,
dass ich mich gestern bereit erklärt habe, Regionalpressesprecher von Nordhessen zu werden. Du warst nicht da, ich wollte dich ja gerne vorschlagen. Christian Buchert und die Kollegen, die anderen haben halt. Habt ihr auch für Südhessen und für Mittelhessen? Ja, Sascha Brandhoff für Mittelhessen und ich habe vergessen, wer für Südhessen steht im Protokoll. Ich hätte gedacht. Nee. Nee. Okay. Gerd, glaube ich. Gernot. Gernot. Ja, Gernot. Ja, wenn wir schon beim Berichten sind, ich kann noch berichten, dass ein Parteimitglied neben dem Auto sich angeboten hat zum Plakatieren und sich über Mitstreiter freuen würde. Wenn da jemand Interesse hat, kann ich den Kontakt herstellen. Das würde ich dann eben im Anschluss oder in der Pause machen. Wann und wo? Diese Woche. Abends wahrscheinlich. Also erst berufstätig. Aber wie gesagt, das würde ich irgendwie in der Pause klären oder so, wenn jemand Interesse hat, dann kann man ihn vielleicht mal anrufen. Auch noch was Großes. Ich habe 14 kleine bekleisterte Pappplakate im Auto mit Denk selbst aufgeschrieben, diese sogenannten Störer. Und ich würde gerne ein paar davon abgeben, dass jeder in seinem Umfeld, der möchte, ein oder zwei oder drei davon noch irgendwo anbringen, über unseren Plakaten, die sowieso da sind. Finde ich gut. Jetzt schämen sich besonders, die zu anderen Leute Plakate zu hängen. Oder zu anderen, wenn du, wie du willst. Ja. Zu anderen. Ja, okay. Wie auch immer. Ja, ich habe sie da und ich habe auch ein paar Strippen noch da, damit, also Kabelbinder, damit die angebracht werden können. Und wenn jeder nur ein oder zwei mitnimmt, ist schon mal etwas getan. Den Rest nehme ich dann auch. Also ich würde ein paar mitnehmen, aber ich möchte dann vorher geklärt haben, ob zu uns oder zu fremden. Darüber sprechen wir beim Stammtisch oder nachher. Ich wollte mal weg. Okay. Ich würde sagen, wenn der Pause verpassen. Also weil ich es nicht zu fremden Plakaten hängen, wenn ich keine Rückendeckung durch den Vorstand habe, dann mache ich das nicht. Okay. Zu unseren hängen ist eine andere Frage, aber zu fremden Plakaten hänge ich das nur, wenn es hier einvernehmlich ist. Ja, frag ich mal jemanden. Weil das könnte dann nämlich böses Blut eventuell geben, das weiß ich nicht. Und böses mache ich nicht immer allein. Okay, also, ich weiß nicht, ich habe das damals so verstanden, dass wir die zu dem Zweck gebaut haben. Wir haben auch früher schon andere Leute Plakate. Aber ich dachte, wir haben es immer zu uns angehängt, so in der letzten Woche. Nee? Also, wir haben es eigentlich meinen aufgehängt. Also, ja, okay, wenn du das jetzt so sagst, dann. Ja, aber auch hauptsächlich in der Dusche. Also nicht davor, sondern oben drüber oder unten drunter. Ja, ja, klar. Ja. Also aus meiner Sicht ist beides, solange ich ein anderes Plakat, ein fremdes Plakat nicht verdecke. Ja, das ist selbstverständlich. Ja. Also das hängt jetzt davon ab, wo es halt platziert ist. Ne? Ja, das ist halt ein bisschen schwierig, weil mit einer Laterne geht das besser. Ja. Naja, aber das könnte ja durchaus bei der einen oder anderen Partei doch für schlechte Laune sorgen. Ja. So, wer sich von einem Ding selbst negativ angesprochen fühlt, der tut das vielleicht so nicht. Ich kommentiere das nicht mehr. Ja, okay. Es gibt natürlich übrigens noch 20 Stück, die gekleistert sind bei Nemo in der Garage. Ja, dann nehme ich nicht vielleicht von Nemo, ist vielleicht. Wenn dir das lieber ist, muss ich dir. Dann kann von dir jetzt jemand anders mitnehmen. Also. Ja. Wenn jemand das möchte, bitte nachher ansprechen. Danke. Wenn wir noch schon am Berichten sind, ich habe in der letzten Woche an zwei Veranstaltungen teilgenommen. Das war einmal eine Podiumsdiskussion an der Max-Eid-Schule und ein politischer Abend an der Albert-Schweitzer-Schule. Es waren jeweils Vertreter von der fünf großen anderen Parteien eingeladen. An der Max-Eid-Schule war von der CDU niemand da. Es waren beides durchaus nette Veranstaltungen. So, ist in Ordnung. 50 bis 70 Teilnehmer. Also das gestern Abend, das war abends. Da war außerdem der Martin noch da. Die haben zwei Vertreter pro Tag der Partei eingeladen. Von uns war, wie gesagt, noch der Martin da. Und genau, damit ist das für diesen Wahlkampf auch erledigt. Weitere Einladungen liegen nicht vor. Ja, Peter.
Mich würde mal interessieren, sind das öffentliche oder schulinterne Veranstaltungen? Und das Zweite, was mich interessieren würde, ist, wer entscheidet denn, wer da hingeht oder nicht hingeht? Also erstmal, es waren beides schulinterne Veranstaltungen. Kann weiter so? Also wir haben jetzt beschlossen, dass für die, dass das geht, wenn du verbindlich zusagst, dass wir es im Anschluss kopieren können. Ja. Okay. Und lass uns weiterlaufen, weil mich interessiert die Transparenz, das andere ist relativ langweilig. Okay. Gut. Ja, dann müssen wir draußen machen. Wenn es auch dran kommt, Transparenz. Jetzt mal zu. So. Also es war beides. Das eine war während der Schulzeit vormittags einfach mit zwei Schulklassen. Und das andere war eine abendliche Veranstaltung, wo allerdings auch nur Schüler und Lehrer eingeladen waren. Zu der Frage, wer also bei der Veranstaltung an der Schweizer Schule habe ich über die Mailingliste gefragt. Und weil ich mich erinnere, da habe ich geschrieben, ich würde da gerne sofort zusagen, wegen Zeit, wenn jemand nicht, dann bitte schreiben, das ist nicht passiert. Bei der anderen Veranstaltung kam die Einladung von dem Michael Behrendt, der hat auch ganz auf mehrere Mailinglisten gleichzeitig gefragt. Also du und ich haben auch zugesagt, allerdings hat er dann Volker eingeladen. Volker war mit der, ich weiß nicht, Volker der Erste war oder wie auch immer, jedenfalls er hat dann Volker angemeldet da. Und Volker hat, das habe ich euch am Telefon, auch auf dem Stammtisch gesagt, am Mittwochabend angerufen, dass er krank ist und dass er es gerne hätte, er würde am Donnerstag morgen vertreten werden. Das habe ich dann zugesagt. Das habe ich regulär auf dem Telefon erzählt, also auf dem Stammtisch. Also ich verstehe nicht, wieso der Michael Behrendt darüber entscheidet, wer dorthin geht. Ich dachte, wir sind eine basisdemokratische Partei. Michael Behrendt ist der Wahlkampfkoordinator für Hessen. Also die haben nicht uns gefragt. Die haben den Michael gefragt nach den Piraten und der Michael hat weitergefragt. Mhm. Im anderen Teil, das ging an den Vorstand, das mit der Schweizer Schule. Mhm. Und da hat, wie gesagt, da hat sich auch, da stellte sich die Frage irgendwie nicht, weil niemand außer mir gesagt hat, dass er hingehen würde. Ja, ich hätte zumindest erwartet, dass ich eine Antwort kriege und eine Begründung. Und das finde ich halt nicht so schade. Aber du meinst jetzt bezüglich der Max-Einschule? Ja, sag ja. Achso, da hat der Michael noch auf die Mailingliste geantwortet, oder? Nein, wer hat da großartig weiter Geheimnis gesagt? Ich weiß nicht, von wem die Mail kam. Ob das von dir war oder von wem es kam, dass du da hingehst? Von Michael kam sie. Von Michael Behrendt kam das. Also ich habe sie nicht geschrieben und ich habe sie gelesen. Also ich weiß, dass sie gut ist. Jetzt ist es auch egal, aber wie gesagt, ich hätte eine. Also es ist so gelaufen, wir sind da eingeladen, dann gab es verschiedene Zusagen, dann hat er ja. Aber wenn es nicht wäre es ja, sage ich mal, durchaus höflich gewesen. Zu sagen, ich habe dich nicht ausgewählt aus diesen und jenen Gründen. Ja. Okay. Ja, also kurz zu der Frage, wird das an den Kreisverband gerichtet, ist es tatsächlich so, dass es mir auch aufgefallen, dass wir im Grunde genommen keinen Prozess haben, wie wir das eigentlich aufteilen. Das betrifft jetzt die Sache an der Albert-Schweizer Schule. Das sollten wir vielleicht grundsätzlich mal besprechen. Ja, ich glaube nicht, dass jetzt vor dieser Wahl noch was kommt, aber wäre vielleicht schön, wenn wir das jetzt mal auch grundsätzlich mal anfragen. Es kommen doch auch zwischen den Wahlen immer mal wieder Anfragen. Oder wenn es einen Automatismus gibt, dass nur Vorstandsmitglieder dahin diese Termine wahrnehmen, dann sollte man jetzt auch was sagen. Also so einen Automatismus hätte ich gerne nicht, ausdrücklich. Weiß nicht, ich würde es als Praxis generell so halten, wenn entsprechend Zeit ist, würde ich es vielleicht einfach auch im Plenum anbringen. Wenn nicht entsprechend Zeit ist, irgendwie der Umlaufbeschluss. Und ja gut, das einzige Organ des Kreisverbands, was entscheiden kann, ist letztlich der Vorstand. Aber ich würde mir da auch Kriterien wünschen. Kann man da vielleicht ein Protokoll zum Merkposten mal, so ein Sternchen, darüber müssen wir nochmal reden. Wir sollten darüber reden, ja. Nur nicht jetzt. Ja. Aber wir sollten es auch nicht vergessen. Merkposten deswegen, ja. Ja. Merkposten heißt, irgendwer setzt sich beim nächsten Mal einfach nochmal wieder drauf. Oder übernimmt mal, wie auch immer. Ja, aber das ist mir an der Stelle auch immer aufgefallen, dass ich auch nicht richtig weiß, wie damit umgehen, wenn sowas ist. Das hat sich jetzt in dem Fall nicht so richtig gestellt. Möchte noch jemand aus dem Vorstand berichten? Oder möchtest du den Vorstand was fragen? Nee, ich möchte nur sagen, aber der Vorstand weiß es ja, ich habe wegen der Aufstellungsversammlung das Landesschiedsgericht angerufen.
Für mich ist das ein offener Dissens einfach zwischen das ist jetzt nichts Persönliches, zwischen Auffassung Reichsvorstand und Auffassung, wie ich die Satzung interpretiere, und habe deswegen das Landesschiedsgericht angerufen, oder damit das Landesschiedsgericht da eine grundsätzliche Entscheidung trifft, wie das zu verstehen ist. Das Landesschiedsgericht hat auch nochmal um Stellungnahme gebeten, und zwar, ich glaube, nicht mit Frist bis gestern oder so. Hast du da was geschickt? Also, ich habe da nochmal was geschickt, aber nicht viel. Ich habe es jetzt nicht nochmal vorliegen. Also ich habe das jetzt nicht direkt euch geschickt, sondern ich habe das Landesschiedsgericht geschickt. Ach so, ja, die werden das bestimmt irgendwie. Weil das ist ja auch der Absender. Ja. Okay, also wir haben da auch noch nichts drauf geantwortet. Nee, ihr habt ja auch noch nichts genau gesagt. Ja. Ich würde es dann auch gleich CC dir schicken. Also ich wollte es betonen, es ist nichts Geheimes. Ich hatte das ja Dienst und für mich ist das halt eine offene Satzungsfrage. Und ich möchte jetzt für die Zukunft einfach geklärt haben. Also das begrüße ich an der Stelle ausdrücklich, weil es ist wichtig, dass man auch einen halbwegs öffentlich drüber reden kann. Wenn das ist. Möchte noch jemand aus dem Vorstand berichten? Ehrlich. So, dann kommen wir jetzt in die Tagesordnung, zum Punkt 2 in der hier ausgedruckten Tagesordnung namens Kandidaten. Frage, wie viel brauchen wir es von hier? Michael Behrendt hatte schon vor einer Woche rumgemeldet. Ich habe darauf bisher nicht geantwortet, habe aber über die Liste nochmal nachgefragt. Und außer Michamo hat niemand, also Michamo will 200 Flyer verteilen noch in den Briefkästen in den letzten Tagen vor der Wahl. Wir wissen ja alle, dass das sehr wirkungsvoll ist, wenn man in den Tagen vor der Wahl noch was verteilt. Also ich werde auch was verteilen, aber ich möchte einfach hier von euch wissen, wer verteilt auch noch welche in den Briefkästen? Und wie viel sollen wir dann haben? Gib mir doch auch nochmal so 200 oder 300. Ja, bitte. Also ich würde auch verteilen, aber ich möchte vorher wissen, was ich verteile. Vielleicht habt ihr das gesehen, vielleicht ist es an mir vorbeigegangen. Wie sieht das Ding aus und was ist da drin? Also weil in dem einen Flyer, den ich am Samstag mit verteilt habe, da waren nur Julia und der Fotius drin und das finde ich ziemlich für den Arsch. Also das ist im Oberflyer. Ja, genau. Ja. Da heißt das Kandidatenflyer, ist das also ähnlich dieses dreigeteilte? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder ist das mehr Zeichen? Das ist nur Julia. So. Es ist ein DIN A6 Flyer, also eine Postkarte. Da ist auf der Vorderseite Julia drauf. Da steht drin für irgendwie drei Ziele, wahrscheinlich die drei Themen. Und auf der Rückseite steht ein bisschen was zu unserem Programm. Also es ist kein Kandidatenflyer, sondern es ist ein Julia Reda Werbeflyer. Es ist ein Mischmaschflyer. Ja, es ist finanziert aus einem Budget, das Julia Reda als Kandidat persönlich gespendet hat. Okay, gut, dass du das richtig stellst. Also ich habe es eben gehört, ich würde es auch verteilen, aber ich wollte halt gerne wissen, was ich vorher verteile. Eine sinnvolle Frage. Also kurz dazu mit bei der Frage, die über die Mailingliste ging, war, was verlinkt. Das ging auf eben so ein Google-Dokumentenablage-Dingsbums und da konnte man das angucken. Also je nachdem, von welchem Endgerät konnte man es auch nicht angucken, das wäre auch passiert, aber da war jetzt ein Ding dabei. Nee, ist ja okay. Ja, dann würde ich auch welche nehmen. Also mindestens 200, die verteile ich fest in meinem Zeitungsgebiet. Ja, mein Gott, die schmeiße ich da mit rein. Finde ich das sowieso verteilen hier. Und dann muss ich würde vielleicht auch noch 100 mehr nehmen. Die schmeiße ich dann so irgendwo rein. Das wären schon 300 für Michamo, 200 für mich. 200 für Thomas? 200 für Volker? Ach, da sind wir schon bei 1000. Wir sind bei 1100, genau. Also irgendwie eine kleine Zahl, vielleicht so 100 oder sowas, würde ich auch noch verteilen. Das okay. Dann müssen wir was da noch da und so ein paar in den Infoständen oder an. Ja, wir müssten mal noch mal drüber reden. Die letzten 5 Tage vor der Wahl müssen wir ein bisschen mehr machen. Also den Kandidatenflyer, den würde ich auch am Freitag auf dem Wieler Offenmarkt dann in 14 Tagen. Wenn wir machen, dann sind wir 1200. Also dann 1200 oder reicht das nicht? Also wir haben eine ganze Menge Material. Also verschiedenerlei, das ist gar nicht mehr so viel Zeit, dass es für die Leute ist. Aber den Freitag wäre halt wirklich Julia wichtig. Ja, das stimmt schon. Also ich bin dafür, das zu haben. Ich will auch nicht immer den. Ich habe letzten Freitag das erste Mal gestanden und stehe dann noch zweimal. Und wenn du den Leuten, also im Großen und Ganzen kommen ja freitags zum großen Teil immer die gleichen Leute. Wenn du denen immer das Gleiche anbringen willst, dann funktioniert das nicht. Mhm.
Ja, also deswegen. Ist okay. Also ich würde auch Europa-Flyer oder TTIP-Flyer verteilen, wenn die 100 nicht verteilen würden, dann nicht mehr da sind. Ja, TTIP habe ich jetzt beim nächsten Mal verteilt. Das nächste Mal könnte der Europa-Flyer sein und dann am Freitag vor der Wahl. Julia-Flyer wäre dann zu schlecht. Wie genau? Ich hatte ja gesagt, ich nehme auch 100. Also wenn dann keine mehr da sind für mich, dann nehme ich auch was anderes. So, dass wir nicht so sind die irgendwie limitiert, dann lass uns doch, bei was waren wir jetzt, bei 1200? Mhm. Dann lass uns doch, was weiß ich, 1,5, 1,8 oder 2 nehmen und ist gut so, die kriegen wir bestimmt los. Okay. Und was jetzt noch gar keine anderen Leute. Dann lass uns 1500 beschließen, okay? Und mir aus können wir die angestellt. Brauchen wir das überhaupt einen Beschluss? Weil das kostet. Nein, ich brauche das nur dem. Okay. 15 Minuten. Okay, also du weißt jetzt, was du wissen willst. Ja, danke. Können wir den Punkt, glaube ich, auch schon abhaken? Und zum Punkt 3 in der Tagesordnung übergehen. Wie heißen die Flyer jetzt? Kandidatenflyer ist die Spiel. Kandidatin. Spitzenkandidatinflyer. Spitzenkandidierende Personenflyer. Also, Wahlkampf, ich glaube, Riebel, du hast das auch draufgesetzt. Nee, eigentlich habe ich das draufgesetzt, aber ist ja für einen auch mit dem Platzpunkt. Ja, du hast ja schon gesagt, dass. Ich habe angemeldet für den Königsplatz. Genau, ist angemeldet und es stünde auch wieder der andere. Oh, Scheiße, das muss ich dem Riebel noch sagen, dass er den Lastwagen da wieder genommen hat. Das hatte ich bei der Anmeldung, ja, ich muss ja noch machen. Okay, gut. Aber die grundsätzliche Bewegung ist da, das ist ja, hast du das letzte Mal ja auch gemacht, ne? Ja, ich nehme an, dass das, was du bekommen hast, ziemlich genauso aussieht, die Genehmigung, wie ich das letzte Mal hatte. Ja, ich muss dir nur noch sagen, dass wir dann praktisch das den Hänger als Podium nutzen. Mhm. Hat jemand Anke schon darüber informiert? Ich weiß nur, dass Anke geschrieben hat, dass sie Zeit hätte, etwa 16 Uhr. Ja, ich habe extra Anke nichts geschrieben, weil ich bis jetzt hier keinen Beschluss hatte und den nicht die Anke bestellen kann, wenn für uns nicht wirklich getragen klar ist, dass das da losgehen kann. Ja, Peter? Ab 16 Uhr das? Ja. Und was ist mit Freitag? Ich hatte gehofft, dass ich sie Freitag auf dem Wochenmarkt habe. Ach, woher? Das war ich nur zum ersten Mal. Also, wo die beiden hier waren, hatte Anke gesagt, also. Noch nach Berlin zurückzufahren funktioniert nicht. Weil die muss ja nicht nur nach Berlin, sondern die muss ja da irgendwo, irgend so ein kleines Netz da Brandenburg. Also wir müssten schon eine Übernachtungsmöglichkeit für sie haben. Okay. Und wie gesagt, am April sagte sie von sich aus, wo ich sie gefragt hatte, wie es bei ihr aussieht, sagte sie, ja, Übernachtung, ja, und vormittags dann könnte sie noch irgendwas machen. Und ja, sie hat auch gesagt, wir sollten uns bei ihr melden. Okay, ich schicke dir heute noch eine E-Mail. Und wie viel Uhr willst du die auf dem Wochenmarkt haben? Der Stand ist angemeldet zwischen 8 und 13 Uhr. Ich sag mal, dass wenn sie eine Stunde, zwei Stunden da wäre und dann, je nachdem, wie sie ihren Zug kriegen muss, vom Wilhelder Wochenmarkt ist es ja nicht mehr weit. Du kannst ja auch schreiben, dass wenn sie in Unterkunft will, dann kann sie zum Beispiel bei mir auch übernachten. Also dann kannst du einfach machen, wenn du mehr etwas wird. Okay, also ich sag mal, wenn sie Donnerstagabend nicht aus der Veranstaltung rausrennen will, dann wäre schon gut, wenn sie übernachten würde, weil das wird bestimmt bis 10 gehen. Ja, ja. Und wenn man dann nicht einfach wegrennen will, vielleicht hinterher wir uns noch mit ihr zusammensetzen oder irgendwie noch ein bisschen Plausch allgemein. Also ich fände schon gut, wenn sie hier bleiben könnte. Ja, entweder den Wert gibt es. Jonas hat sich schon angeboten, notfalls ging es bei mir auch. Wie ist denn das mit PM dazu? Da hatte ich jetzt nur das Pad angelegt. Wahrscheinlich schaffen wir es nur noch mit PM fürs Nachhinein zu machen, ne? Oder wie? Ich würde das nachher. Morgen früh raus. Wenn morgen früh rausgeht, dann geht es noch. Was schaffen wir es? Also wenn wir schaffen, ja, aber die Frage ist ja, zu welcher Zeit wir die Leute dahin zitieren wollen. Wir müssen eigentlich eine Einladung schreiben, noch irgendwie, das weiß kein Mensch. Hm. Naja, wenn sie sagt, ab 16 Uhr, wir sind 16.30 Uhr, also wir hätten auch 13.30 Uhr angefeilt,
Dann ist 16:30 vielleicht das gute Zeit. Ich auch. Ja, auf Englisch muss es nur eine Liste geschickt werden, damit mindestens so viele Leute auch die zu dir kommen, also live von der Plattenseite. Also, ich hatte mir überlegt, ich hatte aber gedacht, dass sie vielleicht um 3 oder so vielleicht schon da ist. Ich wollte, und ich kann es nicht später machen, ich wollte um 16.30 Uhr eigentlich einen Flashmob machen auf dem Königsplatz. Okay. So, und das Stichwort 25.05. wählen gehen und dass man dann mit Kreide auf den Königsplatz an ganz vielen Stellen das hinschreibt, ein Kreis gemacht, ein Kreuzchen durch und dann 25.05. wählen gehen hinschreibt und jeder, der mitmacht, kriegt ein kleines Geschenk. Also, Anreiz! Also, das heißt, du würdest vorher irgendwie einen Aufruf veröffentlichen oder so? Ja, ja, das würde ich dann morgen auch raustern. Ne? Als Pressemitteilung, oder? Ja. Mhm. Ja, die und über meinen Facebook-Account wegschicken natürlich auch. Ja. Aber dann ist das natürlich zeitlich, also 16 Uhr, meinte sie. Weiß nicht, wir können jetzt auch sagen 16:30 Uhr, das ist ja klar. Also ich denke... Naja, das andere fängt, warte mal, wann fängt das, diese Geschichte an? Um 19 Uhr. 19 Uhr. Die braucht natürlich eine Pause bis 18 Uhr. Also das war ja das, was ich kalkuliert hatte. Ich hatte gedacht, sie ist auf dem Königsplatz zwischen 15 und 17 Uhr, hat dann 2 Stunden Pause, dass sie essen kann, dass sie sich ein bisschen auf die Veranstaltung vorbereiten kann. Und dann muss sie ja auch noch zum Stadtteil treffen. Also ich hatte so kalkuliert, 15 bis 17 Uhr Königsplatz, 19 Uhr dann dort und am Vormittag, was weiß ich, 9 bis 11 Uhr oder so in der Ecke. Das war meine Überlegung. Mhm. Ja, dann ist jetzt aber die Frage, ob man wirklich sagt, na, 16 Uhr Königsplatz oder 17 Uhr, dass das nicht kollidiert mit eben der... Nein, sie soll ja mit dabei sein, sie soll ja mit im Kreis malen, gibt ein tolles Bild. Okay. Also ich möchte Sie schon mit in diesen Flashmob integrieren, ob nun am Anfang, in der Mitte oder am Ende, das wurscht egal. Ja, okay. Das muss man dann spontan entscheiden, wann sie da ist. Okay, die einzige Frage ist, wenn wir eine Ankündigungspressemitteilung heute Abend noch machen wollten, müssten wir jetzt eine Uhrzeit festlegen? Wenn du es jetzt schon anschreibst, vielleicht kannst du dir noch nachher antworten, wann sie genau in Kassel dann... Hat die da sein? Wenn nicht, das ist das ja. Dann schick doch lieber jetzt gleich. Also dann haben wir vielleicht nachher die Chance, dass du zurückgeschickt hast. Was soll ich machen? Anzufragen, wann Sie Zeit haben. Am liebsten wäre es uns, wenn wir das. Wir würden uns ganz, ganz, ganz toll freuen, wenn Sie um 15 Uhr in Kassel sein würden. Die Antwort ist meistens nicht sofort, aber ich werde nicht schicken, das weg. Ich bin jetzt gerade noch an der Michael-Sache dran, dass wir die Flyer kriegen. Dann sollte es auf jeden Fall eigentlich noch irgendein Vorbereitungstreffen oder so, und sei es am Mittwochabend oder irgendwie vorher geben, oder? Wenn wir jetzt noch nicht alles festzogen können. Wieso Vorbereitungstreffen? Ja, irgendwer muss ja dann nicht. Wir das Nee, nächste Woche ist das. Nächste Woche erst. Also, wenn wir jetzt nicht definitiv die Uhrzeit festzogen können, dann muss es entweder jemanden oder ein Treffen oder irgendwas geben, der oder die entscheiden kann, dann und dann ist es und die definitive Uhrzeit rumschicken kann. Also allein damit irgendwie ein paar Piraten da sind und damit wir wissen, wann wir das eigentlich machen. Also ich würde auch gerne sagen, wenn Regula, du hast den Kontakt, Jörg Peter, du hast es angemeldet, wenn ihr beide einfach in Abstimmung eine Uhrzeit festlegt. Das ist mir auch recht, nur es muss halt irgendwer noch tun. Ja, ich sag mal, Wunsch wäre 15 Uhr und wenn sie später kommt, kann sie nicht um 15 Uhr da sein. Das ist die Kraft des Wandels. Okay, das heißt, sobald Regula eine Zusage hat, haust du eine Uhrzeit raus. Ja. Gut. Wer ist denn überhaupt, also ich kümmere mich darum, dass dieser komische Hänger da ist. Die Frage ist, wer kümmert sich darum, dass der Infostand da ist? Also ich kann auf jeden Fall mit Aufbauen helfen, aber habe jetzt natürlich nicht auch mit. Ja, das Zeug muss rangekarrt werden. Aufbauen sind ja dann sowieso Männer. Aber ich kann nicht das Zeug rankarren und mich um den Hänger kümmern. Das geht nicht. Also zum Aufbauen kann ich wohl auch kommen. Auto könnte schwierig werden. Ich weiß nicht, was wir alles wollen. Wir könnten es mit dem Handwagen ansonsten probieren, wenn wir nur den Städtisch mit dem Schirm machen wollen. Wenn wir ein Pavillon und so mit aufbauen wollen, dann ist ja, ich würde dann auch das Transparent noch mitnehmen. Das können wir dann so beim letzten Mal auch dran machen, wir an den Hänger.
Die Sachen sind in der Garage. Zumindest haben wir die am Samstag eigentlich. Aber es geht sogar auch nicht. Ich kann mit dem Hänger dann da vorbeifahren, aber da zu parken, ist alles scheiße ohne den Hänger. Nee, ich meine, also es ist einfach ein Handwagenhänger gelöst. Das da könnte ich leider nicht mit aufbauen helfen, weil ich halt noch. Und da kommt auch an, wie lange ich komme drauf an, wenn es losgeht. Ich habe das Problem, ich habe bei einem Umzug Hilfe zugesagt, auch mit Auto, deswegen würde ich da jetzt. Ja. Wenn das schnell geht, dann bin ich da, aber ich würde mich dann drauf verlassen. Mhm. Ich muss leider arbeiten. Ich habe sowohl Büro als auch eine Einzeltherapie parallel zu uns, aber es ist schon präsent. Okay, also dann würde ich sagen, sobald wir eine Uhrzeit haben, zu der es losgeht, gucken wir, dass wir uns irgendwie mindestens eine Stunde früher an Sabines Garage treffen und im Zweifel dann halt zu Fuß und mit dem Hänger dann Richtung Königsplatz belegen, was wir halt mit dem Geld mitnehmen können, was wir schaffen. Geht und fällt halt alles irgendwie mit der Uhrzeit. Also je später, desto mehr hat es halt zum Aufbauen natürlich. Gut, okay. Möchte noch jemand zur Wahlkampfaktion mit Anke was sagen? Es geht noch weiter in der Tagesordnung und kommen zum Punkt 4. Aktion mit Grünen gegen Weißes Kreuz. Dazu kann vielleicht mal Anke sagen. Ja, genau, ich habe das rumgeschickt. Das hat der Kino hat mir eine Twitter-Nachricht geschickt. Irgendwie die Grünen haben da was vor und die wollen da was machen und würden gerne neue Kontakt aufnehmen und wollt ihr mitmachen. Und das geht halt um diesen Kongress, in dem die das Weiße Kreuz veranstaltet. Und ich habe jetzt von den Grünen eine Kontaktadresse, eine E-Mail-Adresse, wer das organisiert. Und ich habe mitgekriegt, dass es über andere E-Mail-Verteiler einen Aufruf gab zu einer Demo an dem Tag um 16 Uhr am Kulturrat. Was an dem Tag ist das? Das ist der nächste Samstag oder übernächste Samstag. Der 22. Entweder am 17. oder am 24. Samstag ist das Januar. Ja, genau. Okay. 25. Sonntag? Kann man zurückrechnen. Ja, 17. oder 24. Okay, also du hast da auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse. Und ja. Das heißt, wenn wir den mitteilen würden, finden wir im Grunde genommen gut und dann kriegen wir wahrscheinlich schnell Antwort und Details. Ja, und letztendlich wäre wahrscheinlich irgendwie, wir rufen mit zur Demo auf und stellen irgendwie den Termin auf die Webseite. Ja. Da ist was. Ja, Peter? Ich habe die Diskussion über die Liste nicht verstanden. Ich verstehe immer noch nicht, um was es geht und was schlimm dran ist. Kann das jemand erklären? Ja. Ich glaube ja. Thomas, dann ich. Ja, ich habe mich da irgendwann kundig gemacht, rausgefunden, wer dahinter steht, wer die Demo macht, warum die Demo passiert und natürlich habe ich zusammengefasst mitgebracht. Leider nur viermal ausgedruckt, deswegen würde ich so rumgehen, vielleicht hier eine und hier eine. Du kannst das Zentrale auch anfangen. Ja, okay. Also es ist offensichtlich der Runde Tisch gegen Homo und Transphobie in Kassel, der die Demo ausrichtet. Ich habe mit einem Dr. Andreas Schulz gesprochen. Es gibt bereits zwei Aufrufe dazu, die habe ich auf die hintere Hälfte in Farbe, wo es auch nur dann so ein bisschen steht, wie es geht. Und was da los ist, die wenden sich gegen einen Kongress, der am Samstag und Sonntag stattfindet, vom Weißen Kreuz aus. Angeblich behauptet das Weiße Kreuz öffentlich, dass Homosexualität eine Krankheit ist, die psychologisch behandelt werden muss. Ich finde das absolut schrecklich. Nur meine persönliche Meinung. Und ich denke, ich gehe einfach mal um. Und das behaupten die dann auf dem oder mit dem Kongress oder wie? Die haben mir auch ein Link gegeben, ungeschickt von dem Aufruf zur Demonstration gegen Homo-Heirat in Kassel. Ist also alles hierbei. Okay, also wenn du da irgendwo einen Link hast, wo es veröffentlicht ist, magst du es dann im Anschluss vielleicht nochmal auf die Liste schicken oder wo? Die erste Seite ist von mir, die könnte eigentlich überschlagen. Die Infos sind alle auf der nächsten Seite. Auf den nächsten Seiten. Und das ist für uns, genau. Und es gibt zwei Demos. Es gibt eine Demo am Freitag und eine Demo am Samstag.
Die Samstagsdemo, hat mir der Herr Schulz gesagt, ist eine Menge von privaten Leuten, die direkt in der Deutschlandstraße 72 stattfindet, da wo auch die Zentrale vom Weißen Kreuz sein soll. Ich dachte immer, die werden ein Film machen. Das ist am Samstag. Das ist am Samstag. Und es gibt eine offizielle Demo, die findet am Freitag statt, am Kulturbahnhof. Da ist, das ist die Aktion von dem Runden Tisch. Und diese Aktion vom Runden Tisch, sagte mir der Herr Schulz, haben sich bereits die Grünen angeschlossen und andere Parteien. Es ist ein großes Bündnis, was dahinter steckt. Mhm. Ja, meine Idee wäre eigentlich gewesen, eine Podiumsdiskussion auf dem Fußboden zu stanzen und mit Leuten am Tisch, und damit das rumgeht. Also ich finde das besser als eine Demo mit Trillerpfeifen und Krawall. Das wäre meine Idee zu dem Thema heute Abend gewesen, das mal vorzuschlagen. Das tut Spaß. Und wieder als nächstes ich dran. Also erstmal würde ich sagen, spricht nichts dagegen, diese beiden Kundgebungen zu unterstützen, in dem Sinne von, dass man den Termin auf die Homepage hat, dass wir denen auch mitteilen, dass wir dabei sind und das unterstützen. Es hindert uns jetzt nicht daran, noch was Zusätzliches zu machen. Ich habe ehrlich gesagt, wenn ich mir angucke, wie hier die Beteiligung ist und wie viele Projekte wir auf der Liste haben, da nicht so richtig die Möglichkeit. Ich halte auch, wenn wir jetzt mit verschiedenen Leuten über die Gefahren von Homophobie und religiösem Extremismus sprechen würden, mit Experten, das wäre, glaube ich, unstrittig, ob man diesen Organisationen ein Podium bieten sollte und die selbst einladen, da kann man, glaube ich, Zweifel haben. Zur Planung von dem Runden Tisch aus, sind, soweit ich das erfahren habe, von Herrn Schulz drei Personen vom Weißen Kreuz erschienen und haben sich zur Verfügung für Diskussionen zur Verfügung gestellt. Mhm. Und dann gehen die Berichte auseinander. Ein Bekannter von mir, der den Chef vom Weißen Kreuz kennt, den Geschäftsführer, sagt, die vom Weißen Kreuz wurden rausgeworfen und der Herr Dr. Schulz hat gesagt, wir haben sie dann gebeten, wieder zu gehen. Auch eine Podiumsdiskussion hatte ich mir das eher so vorgestellt, dass wir da meinetwegen die Parteien haben, dass wir den runden Tisch da haben und dass wir natürlich auch einen Vertreter vom Weißen Kreuz dazu haben. Das heißt also, eigentlich werden wahrscheinlich mehr Leute da sein, die, ich sag mal, eine realitätsnahe Vorstellung haben. Eine Podiumsdiskussion mit so vielen Leuten, also ich sehe kaum wie wir das hinkriegen sollen. Peter? Nee, ich sehe es auch, also wenn wir jetzt noch 4 Wochen Zeit hätten und nicht weit kommen wären, würde ich da auch eine relativ realistische Chance sehen. Aber ich finde, es gibt doch hier schon genug Angebote. Am 17.05. ist im Prinzip was von 10 bis 13 Uhr, am 24.05. ist was von 23.05. Also ich sag mal, wenn wir es schaffen würden, da Piraten zu mobilisieren, dann wäre das schon ganz, ganz viel. Aber noch eine Podiumsdiskussion, ich glaube, ich weiß nicht. Ich habe noch mal eine andere Frage. Vielleicht liegt jetzt total verkehrt, aber ich dachte, der Weiße Ring sei eine Opferschutz. Nee, Weiße Ring und Weißes Kreuz wechselst du gerade. Ah, so. Okay. Richtig. Okay, alles klar. Alles klar. Okay, danke. Ja, aber was ist denn die Funktion von diesem Verein? Was machen die? Steht auf der dritten Seite unter Weißes Kreuz für uns 3 Zeilen von 4 Zeilen. Seine Selbstbeschreibung ist wohl, dass sie eine christliche Beratungsstelle für Menschen in verschiedenen Lebenslagen, insbesondere hinsichtlich irgendwie christlichen. Dass eine kirchliche Beratungsstelle ist, was erwartest du eigentlich? Also da erwarte ich gar nichts. Tut mir leid. Aber wichtig ist halt, dass man irgendwie gut tut, wir haben eine andere Haltung. Vielleicht zu der. Ja, also. Wenn jetzt das Minimale, auf das wir uns einigen können, wäre, dass wir zu den beiden Kundgebungen, das sind tatsächlich 3 Kundgebungen, am 17.05. Tag gegen Homophobie auf dem U-Bahn-Platz mit Kundgebung und Ständen. Da stehen wir doch eh mit unserem Infostand zu der Zeit auf. Ja, das stimmt, das ist ein Samstag. Und die ganzen, wir haben zum Beispiel auch Flyer zu dem Thema. Ja, genau, da sollten wir unsere Homophobie-Flyer und Aufkleber dabei haben. Vielleicht die Flagge, die Regenbogenflagge wäre auch cool. Ich glaube, die hat mich angebracht. Ja, und dann kann man den Stand ja so aufmotzen, wieder wie beim Christopher Street Day. Am welchem Datum? Am 17. Das ist jetzt kommende Datum. Sehr, dass ich dann nur, was sich gerade wieder regnen würde.
Also alles einfach, das Zeug habe ich gesehen, ich stelle da Barrage. Also die Termine draufsetzen, das kann ich alle machen. Ich weiß nicht, ob wir dazu irgendwo sowas wie einen Beschluss brauchen. Ich würde jetzt tendenziell eher sagen nein, dann würde man sagen, okay, wir begrüßen die beiden Kundgebungen und möchten dazu aufrufen. Ich würde gerne noch was zum Thema Podiumsdiskussion sagen. Ich hatte eigentlich gedacht, hier im BSA, so einen Raum wie diesen hier zu mieten, so ähnlich so umaufbauen, halbwegs die Leute anzusetzen. So was haben wir gedacht. Ohne große Vorbereitung und da ich sowieso nicht in der Wahlwerbung involviert bin und da belastet bin, könnte ich da auch was machen. Aber wenn ihr natürlich sagt, das ist zu viel, besonders jetzt vor der Oberwahl, verstehe ich das. Müsste ja auch die Vertreter der Parteien alle herkriegen. Naja, gemeint ist auch bald. Dann ist Thomas jetzt als nächstes dran. Also ich wäre eigentlich dagegen, solchen Gedankenhaltungen überhaupt auf eine Plattform zu gehen. Das ist sicherlich teilweise auch richtig. Und eine Veranstaltung machen, wo man nur über die redet, ist auch ein bisschen doof. Die andere Seite. Ja, aber ich möchte das Gedanken nicht wirklich unbedingt dann auch noch unter die Leute kriegen. Also gegen eine Plattform geben, was du machst. Das hat entsprechend. Thomas? Ich hatte dazu ein Thema vorgestern Abend mit einer studierten katholischen Gemeindeassistentin diskutiert und wir haben interessante Lösungen gefunden. Ihr wisst ja, dass ich auch das bin. Ich glaube nicht, dass wir da jemandem eine Plattform bieten, der irgendwelche schwierigen Geschichten bringt. Dazu sind einfach zu viele Leute da, die das real verstehen wollen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Kirche oder das Weiße Kreuz, wie soll ich sagen, es gibt eine Aussage in der Bibel, da spricht Jesus davon, dass es zwei Hauptgebote gibt. Und in den beiden Hauptgeboten kommt nichts von hetero oder von homo oder sonst wie zu tun. Das kommt da gar nicht mit vor. Und auf diesen beiden Hauptgeboten könnte die Kirche festnageln und dann können sie nichts anderes mehr sagen. Gut, also ich ergänze meine Ausführung von 17.50 Uhr des Inhalts christliche Propaganda auf Piratenveranstaltung nichts verloren. Ich weiß nicht, wer sich anschließt und ich würde diesen Punkt gerne abgeschlossen werden. Punkt. Ja. Ich finde, wir sollten noch einen Beschluss fassen. Wir sollten grundsätzlich einen Beschluss fassen, dass wir diese Aktion, dass wir uns gegen diese Heilbarkeit aussprechen und die Aktion des runden Tisches unterstützen. Doch so einen offiziellen Beschluss sollten wir machen, finde ich gut. Und wir unterstützen die Aktion belassen, wogegen diesen steht da ja schon, sonst müssen wir das formulieren. Okay. Damit es einfacher zu machen. Formuliert erstmal, also der Antrag ist, der Kreisverband Kassel unterstützt die geplanten Grundgebungen des Runden Tisches. Des Runden Tisches gegen Homophobie. Oder können wir auch meinen Namen des Runden Tisches mit dem Protokoll richtig ergänzen? Okay, wer ist dafür? Nein, stimmt. Weiteren Aussprachenbedarf zu dem Punkt? Ich habe eine Mail von dem Herrn Dr. Andreas Schulz bekommen und der hat, die steht auch auf der zweiten Seite in dem Kasten, glaube ich. Darin bittet er, dass der Politik von dem Piraten hier unterstützt wird und er erwähnt irgendwo, Moment, so sie halt noch reden, genau, für die Kundgebung. Da würde ich fragen, ob da von der Piratenpartei mitgearbeitet wird. An welchem Tag jetzt? Müsste man fragen, ich habe hier unten mehr. Du schreibst von zwei Kundgebungen in der E-Mail. Am Freitag auf Königsplatz. Könntest du vielleicht weiterleiten, die E-Mail an die Liste, dann haben wir auch die E-Mail, was du schon gesagt hast. Ich
Ich kann die auf die Liste stellen, ja. Das ist gut. Also, und ich jetzt? Entschuldigung, ich denke, wir sollten sie den Tisch der Rundtisch mehr unterstützen. Ja, also, ich fände es gut, wenn jemand für die Piratenpartei sprechen würde, aber ich sage auch gleich, das ist nicht mein Thema, ich kann es nicht. Das ist auch nicht mein Lieblingsthema, ich würde mich durchaus zur Verfügung stellen, da was zu sagen, wenn jemand heiß drauf ist. Ja, finde ich den auch so sagen, dass es muss ja nicht allzu lang und in die Tiefe sein, aber allgemein zum Thema Religion und wo die sich mit einzumischen haben und nicht, haben wir ja auch durchaus was im Programm, da kann man gewiss in der richtigen Wohnung standen. Gut. Ja, und so genau, eben aus. Kannst du dazu nicht so einen Umlaufbeschluss machen und dem über die Liste jagen, wie vorhin besprochen, dass wenn man irgendwo wen hinschickt, dass man das doch bitte einmal über die Liste schickt und dann, das hatten wir vorhin angesprochen. Ja, ich habe gesagt, dass wir das machen, wenn wir keine Zeit haben, das noch im Plenum zu besprechen, glaube ich. Achso, also dann hatte ich jetzt zwei Punkte, aber das hier entgegen schließen. Wenn das hier geschlossen ist, ist das hier im Protokoll. Dann frage ich doch einfach mal in die Runde. Wer ist dafür, dass wir so verfahren, also dass ich das mache oder gegebenenfalls, dass wenn ich jemanden überlasse, der sich ein profilierter Pirat findet? Und wer ist dafür? Das ist einschaubig. So. Können wir in der Tagesordnung fortfahren? Erstmal keine Wortmeldung, der nächste Punkt ist Änderung der Geschäftsordnung des Kassel. Ja, das ist von mir. Ich sage mal ganz kurz was dazu. Nicht so kurz. Okay, ich lese es erstmal vor. Der Antrag lautet in § 4 Absatz 3 der Geschäftsordnung wird am Ende nach der Aufzählung ergänzt. Zitat Anfang. Antragsteller sind gehalten, ihr Anliegen möglichst frühzeitig parteiöffentlich in Klammern in der Regel über die Mailingliste der Frau Bauch immer zu bekannt zu machen und Gelegenheit zurückfragen zu geben. Zitat Ende. Also die Begründung mache ich jetzt mal mündlich, es steht auch eine drunter. Wir haben das manchmal gehabt, dass der Kreisvorstand Anträge bekam, die kamen so in Form von einer E-Mail, wo ich dann nicht sicher war, kommt das von irgendeiner privaten Adresse, soll ich das jetzt über die Liste weiterleiten, überhaupt, warum soll ich das weiterleiten, wenn das öffentlich wäre, hätte es derjenige auch machen können. Andererseits steht in unserer Geschäftsordnung genau das, dass Anträge halt im Wiki oder an den Vorstand zu richten sind und einfach um das dahingehend aufzulösen, dass wir das schön finden, wenn man will, dass was besprochen wird, dass man schon mal rumschickt und alles lesen können, dass wir das auch nicht als Spam empfinden oder so, sondern das gerne hätten, würde ich mir wünschen, wir schreiben das in die Geschäftsordnung einfach mal ein bisschen deutlicher rein. Erspart das vielleicht irgendwie Diskussionen. Unsicher. Ja. Ja, Peter? Wird damit die alte Regelung hinfällig? Hinfällig, also das. Die Idee ist, das zu ergänzen, also da steht, Anträge können gestellt werden durch, da steht dann mündlich auf dem Plenum, durch Mail an den Vorstand, durch Eintragung im Wiki. Und dahinter geht es dann weiter, dass Antragsteller gehalten sind, frühzeitig parteiöffentlich auf die Anliegen aufmerksam zu machen und Gelegenheit für Rückfragen zu geben. Das ja, dann. Ja, Thomas, dann nochmal hier, Peter. Entschuldigung, ich glaube, die alte Regelung besagt, dass es was 3 bis 5 Stunden vorher angemeldet werden muss. Das spätestens. Sowas. Das schließt nicht aus, dass es früher war. Also das spätestens bezieht sich auch nur auf den Punkt per Eintragung im Wiki. Das steht unter diesem Unterpunkt, dass mündlich auf dem Plenum eingebrachte Sachen nicht mit Frist vor dem Plenum. Also, das ist ja gerade das Problem, wenn wir diesen Weg vorsehen, dass wir im Prinzip gleichwertig zu allem anderen sagen, man kann auch einfach spontan auftauchen mit seinem Anliegen. Und dann merkt man, das ist auch okay, aber das sollte ja aus unserer Sicht ja die Notlösung sein, dass wir hier überrascht werden mit einem Punkt. Ja. Und diese Klarstellung würde sagen, ganz egal, wie ihr die Sachen auf die Tagesordnung bringt, es ist immer cool, wenn man dann rechtzeitig das rumschickt und irgendwie Gelegenheit gibt, schon mal was zu fragen und zu sprechen und was auch immer. Also, meine Frage ist, ich verstehe jetzt nicht so wirklich die Intention. Überrascht werden können wir trotzdem immer noch. Nach dem, was in eurer Satzung steht. Also ihr schließt das Überraschtwerden nicht aus. Wenn also das eure Motivation war, dann muss ich leider sagen, das schließt es nicht komplett aus. Und die Formulierung, die ihr dann praktisch als vierten Spiegelstrich ergänzt, heißt ja, sind gehalten, das heißt, es ist keine zwingende Voraussetzung. Genau.
Genau. Also ich kann es machen, aber wenn ich es nicht machen will, ist es auch okay. Genau, das ist auch so, das ist auch so gemeint. Also einfach, weil Dinge können irgendwie plötzlich auftauchen. Man hat vielleicht gar noch nicht die Möglichkeit, was rumzuschicken und so fort. Wir wollen ja ermöglichen, dass wir flexibel uns auch einfach spontan mit Dingen beschäftigen, sondern quasi nur sagen, das ist die bequemste Methode, wenn man das machen kann. Und wenn man eine Sollvorschrift ignoriert, dann heißt es in der Regel, dass man irgendwie einen Grund dafür haben möchte. Man darf sich dann vielleicht auch nicht ganz so sehr darüber beschweren, wenn das Thema dann auch einfach nicht drankommt, wenn man irgendwie das einem sehr spät einfällt. Oder wenn Leute dann sagen, ja, dazu habe ich keine Meinung, dazu müsste ich recherchieren, dann haben wir es immerhin mal hingeschrieben, wie wir es eigentlich gerne hätten, wie es laufen sollte, wenn alles toll ist. Dirk, dann Thomas. Also ich bin dagegen, dass wir das hier im Plenum abstimmen, wo letztendlich nicht die gesamte Basis da die Möglichkeit hat, ihre Meinung und als Abstimmung zu äußern. Weil wie viele Mitglieder haben wir jetzt zurzeit? Circa 130. Wir haben gerade hier mal 10 Leute. Wie können 10 Leute die Geschichte von 100 bestimmen? Das ist nicht basisdemokratisch. Wenn wir das jetzt hier abstimmen, gerade so eine Änderung der Geschäftsordnung. Erst Thomas, dann Jörg Peter, dann ich. Ich wollte eigentlich was ganz anderes. Ich habe es nämlich eben nicht verstanden. Also ist das nur eine Kann-Regelung? Ich dachte, das soll eine Soll-Regelung sein. Ja. Soll. Also soll. Mhm. Aber nicht muss. Kann, wenn. Muss, wenn kann, würde ich jetzt wissen. Ne? Das war genau meine Frage. Das war's jetzt. Die Formulierung ist keine harte Voraussetzung für die Behandlung eines Antrags. Das heißt also, man kann immer noch Anträge hier, wenn man hier ist, einreichen? Ja, natürlich. Es geht um die Anträge, die eigentlich per Mail an uns als Vorstand geschickt wurden, aber nicht an die ganze Liste. Und es wäre immer schön, statt einfach nur die Mail nur an den Vorstand zu schicken, sie an die gesamte Kassel-Liste zu schicken. Okay, darum geht es eigentlich. Ja, so hat es ja. Dann müsste aber den Passus mit Anträge können über Vorstand eingereicht werden, dann müsste er den Passus speichern, wenn er das nicht mehr haben wollte. Also ich würde es genauso haben wollen, da stehe ich ja über Vorstand, über Mailingliste und persönlich. Das sind alles zusätzliche Dinge. Ich kann nur sagen, es wäre schön, wenn man vorher Gelegenheit zur Diskussion bietet. Und kurz in Antwort auf dir, ich sehe dich. Das ist die Geschäftsordnung des Vorstands, die beschließt nicht ein Parteitag oder so, sondern der Vorstand. Wir haben eine öffentliche Vorstandssitzung und wir haben lange angekündigt, dass es heute beschäftigt wird. Und ich finde, zur Basisdemokratie gehört durchaus, dass wenn sie mir das Interesse an der Basis gering ist und eben wenige Leute für etwas interessiert, dass dann eben wenige Leute eine Entscheidung treffen. Das ist meine Auffassung von Basisdemokratie und unserer Parteiarbeit. Dirk? Ich habe einen Gegenvorschlag, da das sowieso relativ unverbindlich ist, diese Geschäftsordnungsänderung, besser so steht, dass einfach die Geschäftsordnung jetzt nicht hier in dem kleinen Kreis zu ändern oder eben der Vorstand ändert das als Vorstand, ohne die anderen Mitglieder zu fragen, wenn das die Satzung hergibt. Alternativ einfach, das an prägnanter Stelle als Bitte zu formulieren und hoffen, dass wir das wieder machen. Weil bei der Änderung der Geschäftsordnung, es ist ja auch kein Zwang. Wer macht, wer sich macht nichts. Ja, okay. Also, erster Teil ist genau das, was du gesagt hast, wollte ich schon sagen. Das ist eine Geschäftsordnung, die sich der Vorstand für sich selbst gegeben hat. Und zweiter Punkt, will ich dir widersprechen. Diese Satzungsänderung ist vor 3 bis 4 Wochen über die Liste gegangen, der Änderungsvorschlag. Es gab die Möglichkeit, dass sich alle da in irgendeiner Weise einbringen konnten. Ich habe keinen Beitrag von Jörg gesehen, der in irgendeiner Weise was dazu gemeldet oder gesagt oder angemerkt hat. Ich finde, den Gedanken der Öffentlichkeit und Transparenz ist voll auf Genüge getan. Und wenn jetzt nun unbedingt ein anderer Formulierungsvorschlag hätte kommen können, der hätte von euch aufgenommen, eingearbeitet oder auch abgelehnt werden können mit einer Begründung, also noch mehr kann man sehen, machen, weil irgendwann ist auch mal Schluss. Okay, da kriege ich dann noch 2 Wortmeldungen.
möchte dann einfach gerne noch auf der Tagesordnung ein bisschen Zeit bitte. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass Sie bezüglich der Hessen-Wählingsliste eine unspezifische Abmahnung bekommen haben, weil ich irgendwas geschrieben habe, was irgendjemand nicht zurechtpasst. Aufgrund dessen bin ich ja gezwungen, jedem Wählen den Vorstand, den Landesvorstand zukommen zu lassen, der die Gelegenheit hat, sich zu der Mail zu äußern, dass ich dann gegebenenfalls die Mail ändere, die auf der Hessenliste schreibe. Ich sehe zurzeit kein anderes Verfahren für mich, da mir sonst aus intransparenten Gründen droht, dass ich auf der Hessenliste weder lesen noch schreiben kann, zumindest nicht mehr schreiben kann. Ganz bei Wortmeldung, um das klarzustellen, die Hessenliste liegt nicht in der Verantwortung des Kreisverbands Kassel. Ich sehe da wenig. Ja, ich muss das so machen, ich habe keine andere Wahl, als die Mail erst dem Hessen-Vorstand. Nein, aber wir haben mit der Hessenliste ungefähr so viel zu tun wie mit einer Currywurstbude in Berlin. Das ist absolut gar nicht. Thomas ist der nächste auf der Liste. Die Liste ist aber, gehört auch zur Hessenliste. Thomas, ich wollte Ihnen fragen, wie lange ist das schon wirklich gewesen? Ich meine, im Internet, vielleicht auch gewählt. Ungefähr 3 Wochen. Achso, okay. Ja, Thomas, Jörg, Peter, dann ist er. Also ab da, wo ich die Diskussion hierüber relativ oberflächlich finde, wäre es ganz interessant zu wissen, ob du denn dem Hessen-Vorstand eine Mail diesbezüglich überhaupt geschrieben hast oder ob du das jetzt nur als Grund vorschiebst. Ich habe keine Mail geschrieben, weil der Aufwand, was zu veröffentlichen auf der Mailingliste, ein sehr großer ist. Kein deshalb wollte ich das gleiche als wir nicht. Wir haben eine Redeliste. Also ich stelle jetzt erstmal den Antrag auf Schluss der Redeliste. Jörg Peter ist noch drauf, den habe ich gesehen. Also die eine Geschichte ist, die Diskussion ist auf der Kassenliste geführt worden und nicht auf der BPH-Liste. Das ist der eine wesentliche Unterschied. Und der zweite Unterschied ist, dass du jetzt schon wieder die gleiche Unwahrheit behauptest, dass du die E-Mails dem Landesvorstand vorlegen müsstest, wie du auch schon über die Medienliste, die BPH-Liste gepostet hast. Und der Vorstand, die sich dazu eindeutig geäußert hat, dass das überhaupt nicht der Fall ist, was du hier behauptest. Wir haben schon seit Jahren das Problem mit dir, dass du das mit der Wahrheit sehr großzügig definierst, um nicht andere Worte zu gebrauchen. Aber ich lasse es nicht zu. Ich finde es eigentlich schade, dass ein Landesvorstandsmitglied das nicht richtig stellt, weil es ist verkehrt, was du gesagt hast. Der Landesvorstand zwingt dich überhaupt nicht, mir E-Mails vorzulegen. Ich sehe für mich keine andere Wahl, weil ich sonst immer Spaß habe. Was du siehst, ist doch wurscht. Ich sehe falsch, was du sagst. Jetzt bitte keine Zwiegespräche. Also, ich habe hier einen Geschäftsordnungsantrag auf Schluss der Redeliste gestellt. Ist jemand dagegen, dass wir die Redeliste zu dem Thema schließen? Ich brauche das auch nicht abzustimmen. Thomas steht noch drauf. Möchte noch jemand reden? Volker. Nee, dann Thomas, dann Volker, dann Schluss. Entschuldigung, ich habe. Ich glaube, du hast sogar gesprochen. Okay, Thomas, dann Helmut, dann Volker, dann Schluss. Ich habe eine Erinnerung, dass das, was der Schätzkollege erzählt, zu dem Zeitpunkt, als wir eine restriktive Aktion auf der BPH hatten, gültig war. Aber auf dem entsprechenden nachfolgenden Landesparteitag wurde das wieder abgesetzt und die Diskussion war wieder frei. Also das, was der Dirk behauptet, existiert bereits seit einem halben Jahr schon nicht mehr. Da gebe ich Herrn Peter vollkommen recht. Das ist falsch. Helmut? Ganz kurz, ich melde Zustimmung zum Punkt 5 unter meinem Künstlernamen Sabine. Danke Helmut fürs Boxgespiel. Hallo Sabine. Volker? Ich danke Helmut für diesen super themenbezogenen Beitrag. Ich möchte ganz kurz auch nochmal klarstellen, dass der Landesvorstand keine E-Mails moderiert oder dass es keine Moderation auf der PPH gibt. Dass wir alle E-Mails, die wir uns schicken, ignorieren und da keine Formulation stattfindet. Und ja, ich fürs Protokoll. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Antrag. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Dann ist das einstimmig. Wir gehen weiter in der Tagesordnung und kommen zum Punkt 6 heißt in der gedruckten Vorlage Anschreiben mit Widerlegen ABBB. Genau, wir haben dich draufgesetzt. Michael Behrendt hat mir auch relativ schnell geschrieben. Der Hessen-Vorstand, ihr habt ja schon mal angeschrieben, aber vielleicht hält doppelt doch mal besser und
Bus sind ja doch noch viele Plätze frei. Ne? Also irgendwie hast du das halt rumgeschickt. Das waren vielleicht noch nicht mal 2 Dutzend oder so. Ne? Ja, das hat sich in den letzten Tagen noch ein bisschen verbessert. Auf jeden Fall ist da noch mehr noch Platz. Das ist noch Platz, genau. Ja. Die Frage ist halt, ob wir uns so mit Werbung ansteigen wollen, von wegen hier, es gibt die Möglichkeit, das. Jetzt sind wir bei 30 mit Fahrrad. 30, okay. Wie viel hat so ein Bus? 50? 50 oder 49. Das ist unterschiedlich, manchmal 1, 2 Sätze mehr, manchmal weniger. Also die Frage ist halt einfach, wollen wir nochmal unsere Mitglieder anschreiben wegen des Busses und wegen des APPTs oder nicht? Thomas? Ich denke, das ist eine gute Idee, gerade auf diesem Bundesparteitag wird ein sehr wichtiges Thema. Da sollten wir die Leute nochmal informieren. Da, das und das findet da und da statt und es sind noch Plätze frei im Bus. Ja, auf jeden Fall. Alles gut. Ja, wie läuft's? Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Ich meine, die Abfahrtszeiten von Kassel sind 34. Ungünstig. Ja. 34. Freitag, Samstag? Samstag. Und zurück Sonntag irgendwann. Ja, 18 Uhr. In Halle irgendwann gegen 18 Uhr, das heißt, der wäre in Kassel. Wo wäre denn der Zuschlag in Kassel dann? Hauptbahnhof. Wie lange braucht der von Halle? Wahrscheinlich 4 Stunden. Ja, und kommt darauf an, wie du unterwegs noch absetzen musst in Göttingen oder was? Ja, aber wenn, dann musste man jemanden in Göttingen absetzen. Also das ginge rückzu, wäre man, ich schätze mal, spätestens 10:30 in Kassel. Dann ist Südhessen schlechter. Wir haben noch Glück. Nee, halt, wir brauchen eigentlich nicht so noch 2 Stunden. Weil du musst fertig zu schnell. Ja, und dann geht ja auch. Okay, gibt es noch Aussprache und Sachen? Also, ich finde es gut. Okay. Gibt es jemanden, der bereit wäre, so eine Einladungsmail zu formulieren? Ich habe schon mal mit Ted angelegt. Ich könnte da jetzt mal passieren, bevor es zu spät ist, würde ich dann die Kandidatenliste von Wiki nochmal kurz verlinken. Wir haben mal früher Newsletter verschickt, auch im KV. Wo dann nicht nur der BPT oder die Fassung BPT drinsteht, sondern nochmal die Termine im Wahlkampf und vielleicht auch was an Themen politisch gerade anliegt. Vielleicht wäre es schick, dann nicht nur die E-Mail zu schreiben, wir fahren zum BPT, sondern auch, wir haben noch 3 Veranstaltungen vor der Europawahl und geht wählen und im Moment diskutieren eure Mandatsträger das und das und das. Schön. Gute Idee. Wenn ihr das rausschickt, ob jetzt nun als Newsletter oder nur wegen der Kosten, ich habe so am Rande gehört, es wäre auch geplant, ein Vorbereitungstreffen für den BBT zu machen. Wenn man das schickt, fände ich es gut, wenn der Termin für so ein Vorbereitungstreffen auch drinstehen würde. Und ich fände es gut, wenn man so ein Vorbereitungstreffen machen würde. Und das würde noch Leute motivieren, wahrscheinlich vielleicht mitzufahren. Ich würde das befürworten und ich würde dafür aber einen Plenumstermin nehmen. Offene Labor in 2 Wochen. Ja. Ja, offen, da wollen wir uns schlecht über der Abhängung. Das stimmt, das ist zu kurz nach der Wahl. Reicht das offene Labor im Juni nicht auch noch dafür? Das ist aber sehr kurz davor. Also das offene Labor ist ja am 4. Dienstag im Monat und das ist ja das Wochenende 28. und 29. Tag. Dritten. Das ist ein bisschen knapp. Das ist zu knapp, da musst du doch das nächste Plenum nehmen. Also ich eigentlich fände ich also so einen Abend, so 1,5 Stunden am Abend, finde ich ein bisschen wenig. Also ich meine, wenn die Einschätzung, die ich jetzt von den Leuten, die Interesse daran gekriegt habe, ist, dass eigentlich viel Redebedarf besteht. Und ich finde, dann sollten wir uns die Zeit auch nehmen. Dann sollten wir mal Samstag oder Sonntag etwas länger machen. Es gab jetzt wohl gestern in der Landesvorstandsmangelrunde die Idee, dass man
Kandidatengrillen macht. Und zwar echte, wo halt sich alle Kandidaten oder alle Kandidaten eingeladen werden, für den Rufo sich da vorzustellen. Und da ist ein Termin wohl auf jeden Fall bei der Hessen-Konferenz am 1. Juni. Ein Termin in Hamburg und ein Termin in Chemnitz angedacht. Dafür gibt es im Moment noch keine Daten. Die Südhessen-Konferenz wird mit ein bisschen Glück auch gestreamt werden. Man könnte also auch versuchen, dass. Achso, hast du aber den Termin dazu vorgeschlagen, 1.6. Das ist halt das Wochenende nach der Europawahl. Aber man könnte dann halt irgendwie das verbinden mit Stream gucken. Das wäre doch eine gute Idee. Was für ein Wochentag ist das dann? Samstag, glaube ich. Das ist der 1.6. ist ein Sonntag. Das wird zum Scheidemannhaus natürlich nicht so geschickt. Scheidemannhaus. Bescheiden. Ja. Das ist jetzt ein Schlachthof. Geht der sonntags jetzt wieder? Also der Schlachthof geht im Prinzip sonntags. Also zuletzt haben wir da ja auch die NAK gemacht. Okay. Also das, die kleinen Räume kosten 3 Euro pro Stunde und die großen 4,50 Euro. Ja, kann man auch klar wahrscheinlich über. Dann würde ich das sogar jetzt gleich festklopfen, dann kann man das nämlich in diese Mail reinpacken. Als Einladung. Und also keiner von euch hat vor zur Südwesten-Konferenz. Ich nicht. Ich wahrscheinlich nicht. Okay. Dann ist doch hier gut und schön. Ja, ich habe es alleine wollte ich gar nicht hier. Haben wir bis dahin schon unser Klima? Michael, den nehmen wir mit dem See ein und Christoph. Okay. Also es gibt wahrscheinlich schon eine Mitfallmöglichkeit. Gibt es da keine anderen Termine? Wieso anderen Termine? Falls irgendwann doch, wenn wir auf die Südhessen-Konferenz waren, weil wir dann nicht noch teilnehmen, wenn wir sprechen. Aber dort vor Ort wären wir auch gesprochen. Aber dann würde er dann vor Ort da teilnehmen. Dort vor Ort hätte er aber konkret die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ne? So, wie ist das? Über den Stream kannst du auch Fragen stellen, oder nicht? Die Veranstaltung ist halt noch nicht komplett durchgeplant, aber ich gehe davon aus, dass es geht. Und ansonsten muss jemand anrufen, der da ist. Und dann macht er. Dann fragst du dich an, der jemanden kennt. Genau. Der jemanden kennt, der da ist. Volker, weißt du schon die Zeit? Nein. 10 bis. Also die Veranstaltung ist halt den ganzen Tag. Ja. Wann jetzt genau dieses Grillen sein soll, weiß ich nicht. Oder eher nach. Aber der Michael Fastlack war gar nicht so das. Ist doch egal, ob das jetzt vormittags oder links. Einen Teil gucken wir, anderen Teil beraten wir, sprechen wir. Und mittags haben wir dann Gelegenheit zum Socializing. Wir haben jetzt noch eine Wortmeldung von Thomas schon ganz lange. Entschuldigung. Also, die Leute haben da was. Ich würde jetzt informieren. Dann sind wir jetzt noch beim ABDT oder schon mal das Interesse? Also sind die ganz ABBT eigentlich. Also der Tagesordnungspunkt ist, ob wir unsere Mitglieder wegen des ABBT anschreiben und wir diskutieren gerade, wozu wir bei der Gelegenheit noch einladen können, wenn wir schon. Ja, ich dachte, wir haben wir nicht eben von einem Gespräch diskutiert, wo wir den ABBT vorbereiten? Ja. Ja. Und wer das Gespräch mit den Klassen zur selben Zeit statt wie die Südhessen-Konferenz in Mainz? Das war der Vorschlag. Jonas, hattest du schon was gesagt? Ich hatte noch eine Frage. Nein, nein, so wie du. Passt. Peter? Schluss der Redner ist eine Abstimmung. Kannst du noch sagen, über was genau? Ja, ob wir am 1. Juni so ein Vorbereitungstreffen für Interessenten, die gerne zum Bundesparteitag fahren würden, im Schlachthof zu machen. Und wenn der positiv beschieden würde, würde ich gleichzeitig den Finanzantrag stellen, für einen kleinen Raum im Kulturzentrum Schlachthof dann die entsprechenden finanziellen Mittel zu bewegen. Sprich, weiß nicht, 60 Euro, 50 Euro, keine Ahnung. Reicht jedenfalls. Okay, wenn niemand was dagegen hat, also war jetzt nicht der Schluss zum ganzen Tagesordnungspunkt, sondern ich möchte das jetzt erstmal abgestimmt haben. Okay. Wenn da niemand was gegen hat, willst du noch was sagen? Wir sollten festen Betrag abstimmen. Und keinen Mobilbetrag. Am Motto, wir sind plötzlich 200 Euro gewesen. Oder 60. Ohne zwischen Obergrenze. Bis zu 60. Okay. Ja, gerade ist sowas abgestimmt, deswegen wissen wir, was kostet. Na? Für die Nordhessen-Konferenz. Okay, ja, aber Peter Walter wusste es schon nicht. Ne? Also mit dem Zusatz ist vor Ort, genau. Bis maximal 60 Euro. Ne, wir sind so, dann fahren wir.
frage ich jetzt dazu, wenn du kannst protokollieren. Ja. Am 1.6. wird ein Vorbereitungstreffen im Schlachthof geplant mit einem Budget von 60 Euro. Jo. Wer ist dafür? Aber das ist einstimmig. Okay, zu dem Treffen können wir auch einladen. Wir brauchen jetzt natürlich noch sowas wie Uhrzeit. 10 bis 18 Uhr. 10 bis 18 Uhr. Beim Treffen ist das, glaube ich, ein bisschen lang. Ne? Das ist zu viel, um viele Leute anzuladen. Ja, das Grillen wird doch eher dann nachmittags sein. Dann lass uns doch. Und du brauchst noch was zum Mittag. Wenn du morgens um 10 anfängst, brauchst du Mittagessen um 1. Aber morgens dann, um 10 dann kann man und wenn du erst um 11 anfängst? Oder um 12? Ja, das geht auch 6 Stunden. Also ich ja, die Frage ist ja, wir wissen ja nicht genau, von wann bis wann diese Kandidatenbefragung ist. Wenn die jetzt, was weiß ich, irgendwann am Vormittag ist, bist du irgendwie. Aber das ist jetzt erstmal nur relevant für die Einladung. Die Einladung können wir für das so lange noch offen halten, wie das noch nicht klar ist. Sobald es klar ist. Ja, gut, ab 12 bis 18 Uhr oder so. Oder 1 bis 18 Uhr. Ich will es offen halten, sobald wir das wissen. Schicken wir noch eins. Ja. Also, das würde jetzt auch nicht mehr 3 Wochen dauern, bis das. Wer fragt an, wie die das geplant haben? Christus oder irgendwen, der muss das wissen. Dann können wir es ja danach. Das auch Vormittag oder Nachmittag vorausgekriegt. Solange es hätte bekommen hätte, würde ich den Raum jetzt erstmal für eine Kernzeit irgendwie von 13 bis 17 Uhr buchen und verlängern, dranhängen, ausweiten können wir es immer noch. Aber dann ist jedenfalls sichergestellt, wenn wir den Plan nicht was da machen können. Also, erst dann. Wir sind immer noch beim Punkt Anschreiben der Mitglieder und so fort. Ich halte mal kurz, ich sehe dich, mal kurz fest, dass wir bisher haben, ich lese ich jetzt so eine Art Konsens, dass wir einladen und dass wir außerdem noch zu Vorbereitungstreffen einladen. Ja. Ich habe noch die Frage, was macht, schreibt man da sonst noch rein? Newsletter oder nur die beiden Punkte? Jörg, bitte. Also ich würde es jetzt aufgrund vielleicht der kurzen also ich würde Bundesparteitag und Wahlkampf ungern miteinander vermischen. Also ich würde ein Einladungsschreiben auf jeden Fall Bundesparteitag Vorbereitungstreffen machen, damit das getrennt und separat bei den Leuten ankommt. Und wenn jetzt die Meinung ist, wo ich mich auch anschließen würde, dass wir nochmal irgendwie nochmal Werbung für Wahlkampfaktivitäten bräuchten, würde ich ein zweites Schreiben machen. Und wenn es nicht ein direktes Anschreiben an die Mitglieder ist, also an jedes Mitglied, zumindest allgemein über die Liste was zu schicken. Ja, okay. Aber ich würde es getrennt haben. Ich würde es auch trennen, weil es jetzt nicht so unmittelbar was von damit zu tun hat. Jetzt ja auch, also müsste dann aus dem Netz mehr sein. Das ist für die Zeit jetzt zu kurz. Okay, Thomas? Vielleicht wenden wir die eine Mail einfach Informationen zum Bundesparteitag und die andere Mail in Termine. Oder aktuelle Termine. Wahlkampf. Machen wir erstmal die Informationen zum Bundesparteitag. Das gehört auch zu diesem Tagesordnungspunkt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Newsletter, wer sich berufen fühlt, möge mal was aufmachen. Und ich denke mal, dass wir im Zweifel dann relativ schnell auch im Umlauf entscheiden können, das doch rauszuhauen. Wir haben ja jetzt auch noch mehrere Busverschlüsse in der kommenden Woche. Wir hätten genug zum darauf hinweisen. Mhm. Man muss ja auch nicht gleich am gleichen Tag zwei Mails kriegen. So, ist das in Ordnung, wenn wir hier jetzt erstmal so Schluss machen mit dem Tagesordnungspunkt? Ja. Was hilft noch mal mit dem Gerade machen wir eine Pause oder ziehen wir weiter mit? Ich würde gerne. Müssen wir das nicht beschließen mit dem Anschreiben? Frage. Und dann wäre ja die Frage, wer macht es denn? Also das Anschreiben muss so formulieren, hat sich Jonas bereit erklärt. Es gibt auch ein Pad, in dem das schon steht. Also wer macht, heißt natürlich, alle sind gehalten, drüber zu gucken, Fehler zu korrigieren, Input zu geben. Und ich weiß nicht, ob wir es formell beschließen müssen. Ich würde es vorsichtshalber machen. Haben wir, glaube ich, auch in der Regel so gehalten, wenn wir da was benutzt haben. Okay, dann frage ich nochmal, wer ist dafür, ein solches Anschreiben zu verschicken?
Hier ist jemand dagegen. Das ist einstimmig. So. Ja, jetzt haben wir die Frage, ob wir eine Pause machen. Die Stunde genau jetzt angucken. Wir haben noch drei Punkte. Wir haben nächste politische Projekte, den Verkehrsentwicklungsplan, dann haben wir den Buch mit der transparenten Politik und unter Sonstiges noch und den Veranstaltungshinweis auf die Südhessen-Konferenz, die können wir killen, das haben wir jetzt schon. Genau, okay. Also haben wir doch diese zwei Punkte. Verkehrsentwicklungsplan, wer hat das eingeschrieben? Ich, weil ich mich ja damit befasse. Ja. Soll ich da bis jetzt was sagen? Frag mich nur, dass du eine Hausnummer, wie viel du da behandeln möchtest. Das kommt ein bisschen auf euch an. Ich möchte nur klarkriegen, wann wir das als Thema wirklich behandeln. Das muss bald passieren, weil jetzt im Mai diese ganzen Bürgerforen sind. Und ich war auch auf einem dieser Foren. Ich würde dann irgendwann dazu berichten. Ich möchte aber dass wir zu einer Stellungnahme kommen. Okay, das liest sich jetzt so, als würde sich eine Pause durchaus noch lohnen. Egal, wir machen jetzt einfach meine Rückbrüche oder was sagen. Ist sichergestellt, dass alles die EU zusammenkommt? Also das ich brauche sogar 30 Minuten. Also es gibt noch drei Tagesordnungspunkte. Dein Punkt ist der übernächste, davor ist nur noch der Verkehrsentwicklungsplan. Und ich würde jetzt einfach ein Meinungsbild einholen, ob wir eine Viertelstunde Pause machen oder die anderen Punkte vorher abhandeln. Wer ist für die Pause? 1, 2, 3, 4. Wer ist dafür, jetzt die Punkte abzufrühstücken? 1, 2, 3. Ich halte mich also für dann machen wir jetzt eine Viertelstunde Pause, das 5 Minuten vor 9. Okay. Nehmen wir an, dass die deswegen dahin geht. Okay. Damit wir ein bisschen unbefangen in der Nase bauen können, wenn man hier schon draußen ist. Genau.